So, hallo, wir machen weiter bei Infernum mit Sariel, der ist wieder dabei. Und wir waren gestern, wo waren wir denn? Wie haben wir aufgehört? Ach ja, mit. Nee, war das. Doch, das war das Thebats van Elst Level. Richtig. Genau, das war das, das war das. Richtig, okay. Ach, jetzt kommt das Corona-Level. Stimmt. Wo du gemeint hast, das wird nicht so lange dauern. Und wahrscheinlich dauert das jetzt einfach den ganzen Part. Werden wir ja sehen. Ich bin gespannt. So. Okay. Ja, das war schon mal gut. Da muss ich wahrscheinlich vorher hochspin-jumpen. Nee. Ja, ich muss es wahrscheinlich einfach timen, wenn der nach links geht. Jetzt. Also halt, ja. Die andere Richtung. Okay, Corona verdeckt mir die Sicht, die Baumkrone. Richtig. Gut. Lustiges Level-Gimmick. Ja, total. Ach, komm schon. Da sag mal. Weißt du mal, wo ich meinen ersten State setze? Hier. So, okay, zack. Aber es lined ja schön ab, also es ist eigentlich kein Blind Jump in dem Sinne. Oh, wollte ich nicht. Ist das Donkey Kong Musik? Das ist Donkey Ja, Kong Musik, ja. jetzt höre ich, jetzt höre ich, ja. Jetzt bin ich überzeugter gewesen, als der zweite Teil kam. Aber den hört man bisher so selten, weil ich immer staten muss. Laden muss. Ja, da hört man es dann. Wäre schön, wenn wir noch mehr von dem Ja. Lied hören würden. Ja, wenn du jetzt noch überleben würdest, dann könnte man sogar noch mehr von der Musik hören. Richtig. Genau, da hört man jetzt den typischen Donkey Kong Sound. Okay. Da war ich zu ungeduldig, der hat noch nicht geschossen. Wie definierst du den typischen Donkey Kong Sound? Ja, so diese. Beschreiben kann ich schlecht, aber halt dieser Hintergrund gerade so. Das hört man eigentlich fast nur bei den Donkey Kong-Spielen. Dieses von der Art her, aber ich kann es nicht beschreiben. Beschreiben kann ich es nicht. Ja, Hauptsache, es klingt gut. Ja. Jetzt ist wahrscheinlich nicht mal Donkey Kong, aber nein. Hast ja schon bestätigt, dass es Donkey Kong ist. Weiß gar nicht, warum ich das Layer 3 hier eigentlich drin gelassen habe. Also, ach ja, doch, jetzt war, ja, natürlich. Immerhin habe ich da schon einen blauen Block, das heißt, da habe ich schon mal ein bisschen leichter. Ach Mensch, da habe ich schon mal ein bisschen leichter. Das ist schon mal gut. Wenn ich noch auf dem Ja, blauen den hat Block. der HF noch nicht. Ah ja. Dann muss ich jetzt mal so spielen, dass ich nicht auf dem blauen Block lande, sondern da, wo man halt landen soll. Ach, schieß halt, du Nuss. Ach doch, wir sind in dem Level den ganzen Part. Ach Mann. Meine, ich Es könnte auch. kommt darauf an, wie exzessiv du Save Ich State wollte gerade bist. sagen, ich könnte ja hier einen Save State mal setzen, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Wäre vielleicht schlau. Ja. Ich werde hier nicht das Scrollen anfangen, solange kein L und R da ist, weil sonst mache ich wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt. Yikes. Ja, okay. Wir kommen der Sache näher. Jetzt nicht mehr. Wow.
Ja, der Fortschritt hält sich in Grenzen. Ach, komm schon. Nein! Aber der schießt auch nicht immer gleich, zur gleichen Zeit, oder? Oder merke, bilde ich mir das nur ein? Ja, es kommt drauf an, wann du ihn reinlädst. Ah, okay. Aber lade ich den nicht immer gleich rein? Ungefähr? Na, wenn du behauptest, der schießt nicht immer zur gleichen Zeit, wohl eher nicht. Okay. Ja, zumindest kommt es mir so vor, ich weiß es nicht. Aber ich fahre ja auf dem Ding vor, also müsste ich ihn ja eigentlich... Zähl das jetzt mal. Wobei ich nicht weiß, wann ich ihn... Egal. Eins, zwei... Okay. Wenn ich ihn sehe bei zwei... Was? Das hat die letzte Mal aber nicht funktioniert. Eins, zwei... Okay! Eins, zwei... Bin verwirrt. Eins, zwei... Schießt auch einfach mal gar nicht. Das ist auch in Ordnung. Ja, einfach mal Pause machen. Muss ich näher an den... Ach so, wahrscheinlich muss ich näher auf dem Block stehen. Hä? Nee, auch nicht. Hä? Ja, wir verzweifeln an einem Bullet Bill Generator. Jetzt. So. Okay. Sheesh. Wie wäre das? Wir spielen das so, wie wenn der blaue Block nicht da wäre. Ach so, ah, ja, okay, also von hier aus. Ich habe jetzt nur ans Landen gedacht, also dann von hier aus springen, okay. Ach so, und dann kann ich den nicht triggern. Wobei, so möchte ich noch auf dem. Würde ich so noch auf dem Holz stehen? Ja, schon. Wahrscheinlich oder? Nicht. Ach, nicht? Okay. So aber so schon. So eventuell. Okay. Ich habe den blauen Block jetzt nur als Landehilfe angesehen, gar nicht als, ja, das ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Hilfe, das ist wohl wahr. Das ist eigentlich der viel schwierigere Teil. Ja, ich verstehe, das macht es mit dem blauen Block leichter. Hm. Ja, haben wir ja gesehen, vorhin bist du einfach rübergekommen. Richtig. Alles schon interessant, was so ein Block verändert. Jetzt. So. Das war schlecht. Das war gut. Ist da oben was? Hä? Ach, das ist der nächste Chuck, der den Sound von sich gibt. Okay, kein Secret, okay. Eigentlich müsste ich da oben so einen Softlock oder so reinmachen. Einfach für die neugierigen Leute, die meinen, da oben wäre was. Das wäre ja frech. Ich hätte jetzt eher ein Secret vermutet und nicht einen Softlock. Na, ich überleg's mir mal. Sag mal. So. Den Mond soll man sich mit dem Chuck holen. Nein, danke. Ja, okay. Aber wir haben einen Midway Point gehabt. Cool. Juing! Ja. Jetzt aber... Oh, fast. Ich ahne schon, wo der nächste Save State dann hinkommt. Ja, nach dem Sprung hier. Ah, nee, nicht Start. Jetzt Start. Ich schaff's aber auch noch nicht, dich so zu erwischen, wie du mir die Punkte gesetzt hast. Ich denke, ich muss das dann so, irgendwie so machen. Hier und, Oder sind die Münzen eher, dass die einfach andeuten... Also, deuten die Münzen an, dass ich an der Stelle draufspringen sollte? Oder dass da einfach was kommt? Eigentlich sollst du da drauf springen. Ah, okay. Wie schaffe ich denn die obere Münze? Also die untere habe ich kapiert. Aber die obere ist interessant. Ja, irgendwie so.
Ja, dann haut der nicht hin. Ja, das sieht doch gut. Das sah gut aus. Wenn ich nicht irgendwo hängen geblieben wäre. Oh, und da kommt ein Baseball-Typ. Nice. Nicht nice. Ja, da wird auf jeden Fall ein State gesetzt, wenn ich da lande. Ja, jetzt nur noch richtig landen. Da wird auf jeden Fall ein State. Okay, das kriege ich hin. Oder auch nicht. Na gut. Eher nicht. Eher nicht. Ist ja nicht weiter schlimm. Ist ja direkt nach dem Dway. Da habe ich ja meinen automatischen Save-State, könnte man fast sagen. Der immer lädt, egal wie oft ich mich verlade. So, mein Freund, weil oft wirfst du eins... Das ist eigentlich wurscht. So. Yikes! Okay, 1, 2, 3, 4, verstanden. Da kommt was von oben, ja. Also ein. Also. Eins, zwei. Ach so, ja. Verstanden. Also eins, zwei, drei. Zu bald. Nein. Okay. Ein. Eins, zwei, vier. Ich habe zwar die drei mitgemacht, aber nicht mitgesagt. Halt, da unten ist ein Block. Ah, dass ich wieder vom Spinjump wegkomme. Habe ich sie? Ach so. Ach, ich kann ja auch einfach den hier machen. Du kannst doch einfach ausweichen, ja. Okay, das macht es doch schon einfacher. Jo, okay. Da war ein blauer Block, da muss ich was hochwerfen. Oh. Ah, ich sehe schon, was ich da treffen muss. Jetzt habe ich es mir ein bisschen schwieriger gemacht. Ja, das ist vielleicht dumm. Kommt der wieder? Nö. Ah. Ja, gut. Warum auch? Manchmal drehen die auch um. Ja, das wäre ja nett. Das wäre ja nicht kaisohaft. So, Feder oder was? Ach nee, einfach nur... Oh, ne Scheiße! Ich hoffe, der Pilz reicht aus. Ja, okay. Easy. Ja. Wait, was ist... Wo ist denn da irgendwas? Vielleicht sollte man einfach nicht geradewegs in den Abgrund laufen. Versuch's. Aber wo ist... Hä? Ah, dann ist da in der Mitte ein Block. Ah, ach, ein normaler Block. Nicht so ein Spincher, nicht so ein Not... Warte doch einfach mal ab, Conan. Okay. Ach so. Okay, Ah, da oben sind Ranken. Ah, ja. Ja. So. Okay. Schwierig. Ach, jetzt sehe ich erst, dass ich runterlaufen würde. Gut. Wo kommen wir jetzt raus? Ah, ja. So, das war das Corona-Level. Ja, 15 Minuten. Denke länger, als du gedacht hast.
Ja, in etwa genauso lang, wie ich gedacht Ach habe. so, okay. Gula et Dura. Na, dann gucken wir rein. Ah ja. Yoshi hat sich gleich mal wieder gegönnt am Anfang. Ja, eins der schwierigeren Level. Oh je. Sag doch sowas nicht. Das ist wie Und wenn eben ich mit zwei Exits. zu meinen Schülern sage, jetzt kommt eine schwierige Aufgabe, dann ist schon einfach Hirn ausgeschaltet. Darf ich gar nicht sagen. Also ist dein Skill auch schon direkt ausgeschaltet? Genau. Oh je. Ja, Ja, vielleicht reicht ja ein Exit weil für man den sich dann Tag. plötzlich Dinge schwer vorstellt, die gar nicht schwer sind. Also ich schätze mal, das Gimmick wird sein, dass ich nicht den Yoshi essen, dass Yoshi nichts anderes essen darf. Also weder den, aber den Pilz da auch nicht? Nee, den Pilz da auch nicht. Wie soll das denn gehen? Also den Fisch kriege ich vielleicht noch irgendwie hin. Aber der Pilz ist ja, also, ach, den muss ich einsammeln. Das ist ja die Eigenschaft des Pilzes, dass ich den essen kann, während ich den Fisch nicht essen kann. Ja, easy. Ah, das darfst du auch nicht essen, Yoshi. Scheiße. Das hättest du eventuell anstoßen sollen. Na. Nein. Der kommt zurück, logischerweise. Nicht. Nein. Nein. Okay. Hoch, hoch, hoch. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Kann ich da warten? Nee, da bin ich schon zu langsam? Ja, das wird zeitlich ein bisschen eng. Oh, shit. In der Tat. Ja, nee, keine Chance. Okay. Also muss ich auch noch schneller sein. Yikes. Dachte ich schon, ich komme mir so schnell vor, aber weiß nicht mal. Was ist das denn? Nein. Wie der Schüler, der meint, der hat eine gute Schulaufgabe geschrieben und kriegt dann trotzdem bloß eine 5. Ja. Was traurigerweise bei manchen Schulaufgaben tatsächlich der Schnitt der Klasse wäre, aber hey. Kann ich nur wirklich sagen, lieben Dank, bayerische Regierung, dass uns Schulaufgaben gestrichen worden sind letztes Jahr. Dadurch haben nämlich sämtliche Schüler einfach mal komplett verlernt, was Noten sind. Naja. So. Ja, Noten sind ja eigentlich nur dazu da, um daraus Notenblöcke zu schmieden. Das sind dann sogar schöne Noten, wenn sie Töne geben. Leider gibt eine 5 keinen Ton von sich. Wobei doch, also der Schüler gibt einen Ton von sich. Wahrscheinlich, wollte ich gerade sagen. Du bist sowieso schon viel zu langsam. Brauchst du gar nicht Schon mehr probieren mit wieder? dem Ich kann doch gar Straight. nicht schneller. What the heck? Wie soll ich denn dann noch schneller durch? Meh. Also ich. Dann ist das jetzt auch schon wieder zu langsam gewesen. Ja, wenn du so weit nach unten schwimmst, schon. Wie pixelgenau will ich unter dem Fisch durchschwimmen? Ja. Yo! Wenn du wüsstest, wie schlimm das Level war, bevor HF das getestet hat. Das war noch schlimmer? What? Du kannst dir mal seinen Stream anschauen. Wenn es den noch Dann. gibt. Das ist ja das. HF archiviert das eigentlich alles. Lädt ihr die immer noch auf YouTube hoch? Nein, aber auf Twitch kannst du sie nachschauen. Ja, nee, eben nicht. Also, geht ja nur 3 bis 6 Wochen.
Außer du markierst sie als Highlight. Oh, okay. Ja, HF ist ein richtig smarter Junge. Wie? Wie soll ich denn da noch schneller hinkommen? Hä? Dann mache ich irgendwas grundsätzlich falsch wahrscheinlich. Bei der gelben Shell hast du auch schon wieder ewig gebraucht. Vielleicht beenden wir den Part auch einfach, wenn du den Midway Point hast. Ja. Oder an den Urchins vorbei bist. Vielleicht das. Das sieht doch jetzt mal gut aus. Weil der Fisch kommt jetzt viel eher. Ja! Ach so, und jetzt muss ich den werfen. Verstanden. Dass ich da schnell hoch kann? Okay. Wait. Jetzt bin ich für den Fisch zu langsam, oder was? No! Der dreht... Nee, der muss um... Also das kann nicht sein. Der muss umdrehen, oder so. Ja, okay. Wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, wie gut kennst du SMW gegen... Wollte schon sagen, ich kann hier nicht... Ich kann hier nicht... Naja, er hätte ja trotzdem in meinen Weg fahren können, oder nicht? Oder kann er das gar nicht? Nee, eigentlich nicht. Ah, okay. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Aber jetzt habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich für irgendwas, was noch kommt, zu langsam bin und dann wieder alles neu machen muss. Oh Gott. Das werden wir ja sehen. Aber bisher müsste es... Also, bisher kann ich nicht viel schneller. Also, wüsste ich nicht, wie. Die Urchins habe ich jetzt ja passend erwischt. Und beim Fisch kommst du ja auch nicht schneller raus. Ja, also, eben. Von daher alles gut. Ja, eben. Aber jetzt halt dann durch die nächsten Fischgenerationen hier durch. Ich finde diese drei Töne der Melodie übrigens auch sehr schön. Ja, es ist zumindest angenehmer als die Stelle, die ich in im Fenster zum Himmel die ganze Zeit geloopt habe. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Naja, muss ich nachholen. Ist ja auch erst vor einer halben Stunde rausgekommen. Ah! Mensch! Na gut. Nein! Okay, das Hochwerfen ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ich muss es so machen. Ich wollte hochwerfen, dass ich schneller... Ah, jetzt muss ich aber essen. Geht ja nicht anders. Ja, und da ist dann auch der Switch. Okay, verstanden. Muss ja auch einen Sinn haben, warum man Yoshi mitnimmt. Friss! Ach so, nee! Der darf noch nicht fressen. Sonst werde ich getroffen. So, jetzt frisst das. Und drauf! Okay, kriegen wir hin. Und dann kommt wahrscheinlich schon der Switch. Das Ziel. Midway. Ja, beim dritten Anlauf, kommst du gerade auf den richtigen Begriff. Selbstverständlich. Vielleicht ist trotzdem schneller, den ab und zu mal hoch. Ja, ja, ich glaube nicht. Es ist knapp, aber es müsste noch machbar sein. Cool. Ja, sehr gut. Vielleicht das nächste Mal nach rechts ausspucken. Muss Yoshi mit... Ja, ich werde es ja sehen. Könnte nämlich sein, dass wenn ich Yoshi nicht mitnehmen muss, könnte es leichter sein. Oh mein Gott. Wenn du wüsstest, wie Yoshi funktioniert, wäre es auch leichter, den P-Switch zu drücken. Ja, Yoshi tritt ja automatisch drauf, wenn er am Boden wäre. Mario nicht. Was du das meinst. Also das ja, ist... Du darfst mir gerne demonstrieren, was du meinst. Na, wenn Yoshi... Also Yoshi aktiviert ihn halt automatisch, wenn er draufläuft. Nur dadurch, dass wir halt scrollen, kann ich mich nicht einfach draufschieben lassen. Weil sonst bin ich tot. So. Ja doch, es funktioniert. Huh. Na also... Okay, ich brauche Yoshi nochmal. Gut. Weiter geht's. Jetzt machen wir das Ganze mit einer Shell, die nicht sterben darf.
Das ist ja schon mal angenehmer als mit Yoshi. Oh. Ja, so viel dazu. Das ist dann wohl Karma. Wir machen also mit Yoshi weiter. Muss ich die Shell auch nochmal? Stimmt. Du gibst mir hier nicht zwei. Nee, nicht eine. Die muss ich zweimal einsetzen. Safe. Aber ich wüsste nicht. Ah, weiß nicht. Also ich könnte sie halt nochmal, aber ich würde. Nee. Oh, hä? Ich glaube, ich bin zu. Ja, ich glaube, ich muss schneller, deswegen, sonst geht es nicht. Wait, aber. Okay, wie komme ich an der Pflanze da vorbei, ohne sie zu essen? Das ist ja genau der Sinn des Levels. Geht das ganz am Rand? Nein, Conan, das geht nicht. Also muss ich warten? Lern doch endlich mal Latein, dann weißt du, was los ist. Ich muss entweder schneller sein oder ich muss warten. Schneller kann ich mir nicht vorstellen, ich bin eigentlich schnell. Ja. Dann vielleicht doch die Shell. Aber wie soll ich denn die Shell und Yoshi? Das wird. Oh, wait. Nee. Hä? Oh mein Gott. Muss ich mit der Shell da irgendwie durchkommen und Yoshi haben? Nee, musst du nicht. Okay. Aber durchschießen kann ich die Shell da auch nicht. Nee, kannst du auch nicht. Okay, das hat mit der Shell nichts zu tun. Aber warten hilft auch nicht. Weil du da nicht mehr hochkommst. Gut erkannt. Und dann laden wir das doch nochmal neu und gucken, ob ich irgendwie zu langsam war. Nee, warst du auch nicht. Oh, okay. Das hört sich gut an. Ja, du solltest die Shell auch lostreten und nicht nur ablegen. Warum ist ja eigentlich eine Röhre? Ist das die... Hä? Oh, ach, Secret Exit Ding oder was? Könnte man fast meinen. Aber dann muss ich ja den ganzen Anfang nochmal spielen. Okay, dann machen wir jetzt erstmal Secret Exit. Da muss ich mit der Shell aber rein, nicht mit Yoshi. Weil sonst würde das hier nicht weitergehen. Stopp, das ist ja ein Yoshi, der kommt ja jetzt erst rein. Hä, der hat noch gar nichts gegessen. Dann darf ich doch die Pflanze essen, oder bin ich jetzt blöd? Hat er schon gegessen? Der hat noch nicht gegessen, der darf essen. Richtig. Deswegen heißt das Level ja auch Völlerei und Armut. Oh. Im ersten Level hatte er zu viel und jetzt hat er gar nichts. Oh. Verstehe. Aber hier muss ich mit der... Moment, da muss ich ja auch mit Yoshi rein. Das macht es leichter. Gut. Wenn man reinkommt, dann macht es das leicht. Aua. Ja, das Reinkommen ist immer ganz schön schwierig. Jetzt aber. So. Okay. Machen wir erstmal Secret. Ach so. Du sollst die Sachen vielleicht auch nicht doppelt fressen. Komm ich da durch? Ja, Glückwunsch dazu. Schade. Warte mal, warte mal. Nee, da geht's auch nicht von unten rein. Vielleicht kann ich mal unten durchführen. Ah, schade, okay. Na gut. Ach du grüne Neuse, ein Puzzle. Ja, natürlich. Oh, nee. Aber kein großes Puzzle, das ist doch schon mal was. Okay, ich will zu dem Schlüssel. Mit Pilz. Theoretisch. Ich kann die Münze wegmachen. Wenn ich den P-Switch drücke, löst sich der Pilz aus. Was macht die? Ist das eine Reset-Tür? Was ist eine Reset-Tür wahrscheinlich einfach?
Naja, Reset in Anführungszeichen. Ach so. Ja, okay. Danke dafür. Gut. Dann holen wir uns doch erstmal den P-Switch. Nur schnell. Das, oh, das. Oh mein Gott, das haut nicht hin. Kann ich den da irgendwie so durch den Block aktivieren? Nee. Schade. Ach so, ich habe ja Yoshi. Ich dumm. Yoshi hat ja so eine tolle Funktion, dass er sich die ganze Zeit bemerkbar macht. Dass er sich die ganze Zeit bemerkbar. Yoshi! Ja, wenn man ihn nur nicht wieder nach unten schubsen würde. Okay, dann machen wir das anders. Wir lassen ihn von oben runterfallen. So. Jetzt erzähl uns was Schönes, Yoshi. Jawohl, schöne Geschichte. So. Ja, gut. Yoshi ist ein besserer Co-Kommentator als ich, was das angeht. Nein! Überall hättest du reingekonnt, Peacewitch, aber nicht da. So, da muss auch Yoshi rein, dass der ausgelöst wird. Weil dann der Pilz automatisch dann da drüber fährt. Jetzt checke ich nur noch überhaupt nicht, was ich mit dem Koopa da will. Aber es macht nichts. So, was passiert jetzt? Achso, ich muss jetzt mal auslösen. Oh, das wird jetzt zeitlich ein bisschen ungünstig. Oh, Yoshi, nicht jetzt schon! Ach, den muss ich erst reinschmeißen, wenn er... Ah, verstehe. Nee, den musst du nicht erst reinschmeißen, wenn der Pilz losfährt. Aber er hat ihn jetzt ja... Aber der Pilz darf nicht... Also, der darf nicht schon auslösen, während Yoshi drüber fährt. Wo fährt der Yoshi drüber? Ja, also wenn der Pilz drüber fährt, meine ich. Dann darf der nicht schon ausgelöst sein, weil sonst... Doch, geht darf er. Aber der geht in die andere Richtung dann. Man möchte meinen, nach 10 Jahren SOW könntest du wissen, wie Pilze funktionieren. Warte, hat es was damit zu tun, wo ich bin? Ja. Ah. So einen ähnlichen Aufbau gab es auch damals in Ubiquium Tribunalis in Flumen Vitae. Dann muss ich mich auf die andere Seite wahrscheinlich stellen. Dann muss ich die Münze da wegmachen. Jetzt ist der Pilz weg. Nee. Und muss da rüber gehen, oder was? Oh lol, okay. Interesting. Und das Ganze vielleicht ein bisschen schneller. Dann hast doch du den Pilz. Okay. Ich meine, ich kann mir denken, wofür der Koopa da ist. Aber was will ich denn von da? Ah, warte, dann drück den P-Switch hier oben. Ah, Mann! Dann läuft der nämlich länger. Oh. Ja, das hat er viel gebracht. Dann machen wir das an, dass ich drücke den so, dass ich gleich hier die Münze einsammeln kann. Vielleicht ist das besser. Ja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Dann gehe ich hier hin. Und dann fährt er da durch. Come on! Aber wir waren der Sache näher gekommen. Nein, nicht jetzt. So. Okay. Nein. Hoch, 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 zack. Mal gucken, ob das reicht. Ich glaub's nicht. Na, könnte knappen. Weißt du, Conan? Ich habe mir vom Auto des Hacks sagen lassen, dass man den Pilz sogar aktivieren kann, bevor man den P-Switch drückt. Aber da mache ich die Münzen weg. Das habe ich ja auch überlegt, aber dann... Ah, mit Yoshi! Scheiße. Du hättest auch einen P-Switch rechts von dir liegen, aber... Ach, stimmt. Wenn du unbedingt Yoshi verwenden willst, dann nur zu. Nee, geht mit P-Switch auch. Ja. Gute Idee, den vorher zu auszulösen. Das hatte ich mir überlegt, aber dann sind mir die Münzen aufgefallen. Dann habe ich gedacht, okay, kriege ich nicht hin, um die Münzen wegzumachen. Aber das ist ein Irrtum. Tatsächlich sogar.
No, jetzt ist er zu lang. Oh, willst du mich foppen? Okay. Das ist natürlich interessant. Ja, du stehst übrigens auf der falschen Seite. Ja, ja, weiß ich schon. Ich habe nur was anderes gerade überlegt. Dann, okay, ich glaube, soll ich indirekt glitschen? Nee, kann ich gar nicht. Ah, warte. Wenn du mir erklärst, wie du indirekt glitschen. Nein, ich habe überlegt, ob ich... Aber das, die Münzen sind dann ja weg. Also der Koopa fällt dann ja nicht mehr runter. Ich habe überlegt, wenn ich den Pilz in dem Moment einsammle, wo der Koopa an der Ledge wäre, würde er ja runterfallen. Aber wahrscheinlich spawnt der Koopa auf den Dingern drauf normalerweise und würde runterfallen, wenn ich ihn in dem Moment reinlade oder irgendwie sowas. Nee, auch nicht. Ich würde es lieber... Das ist übrigens ein vertikales Level hier. Wenn einmal die Sachen gespawnt sind, die spawnen auch nicht mehr. Okay. Ich meine, ich habe jetzt ja gerade gesehen, dass der Pilz zum Glück sehr schön da reinfällt. Wenn ich es jetzt schaffe... Aber so ist jetzt praktisch sogar ein bisschen zu bald unterwegs. Was ist, wenn der eine extra Runde dreht? Ha! Das klappt ohne Koopa. Sehr gut. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich das mit dem Koopa hätte verbinden sollen, dass der mich trifft. Okay, wir sind wieder hier angekommen. Haben aber noch hier eine Normal-Echse, den wir beim nächsten Mal dann machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Und Sali nimmt jetzt den Koopa aus dem Puzzle raus. Wie wäre das gegangen? Erzähl mal kurz. Aufnahme läuft noch. Okay, Sali erzählt nichts mehr. Gut, dann vielleicht im nächsten Part. Tschüss.